Hallo, liebe Deutschlernende. Heute ist wieder so ein schöner Tag. Und um mich herum ist alles sehr lebendig. Ich drehe mich mal kurz. Heute möchte ich mit euch über Gamification reden. Ja, Gamification. Ein englisches Wort. Das ganze Leben ist ein Spiel in einem gewissen Sinne. Und wir können das Leben ein Spiel machen. Ja, also in vielen Spielen, da machen wir etwas, wir lösen Probleme und dann bekommen wir Punkte. Und wenn wir genug Punkte bekommen haben, dann erhöhen wir unseren Level. Ja, wir bekommen ein Level up. Ja, und Gamification ist die Idee, das Leben oder Teile des Lebens zu einem Spiel zu machen. Die Sirene war übrigens gerade ein Krankenwagen. Ja, das war eine Sirene. Das war ein Krankenwagen. Zurück zu Gamification. Genau, wir machen das Leben zum Spiel, indem wir uns bestimmte Ziele setzen, wie zum Beispiel Deutsch lernen. Ja? Und um Deutsch zu lernen, absolvieren wir bestimmte Level, ja, wir schauen uns Videos an, wie diese hier zum Beispiel, ja, und mit jedem angeschauten Video ist es so, als würden wir ein Level in einem Spiel spielen und wir. Also es gibt zwei Arten, wie man das Wort Level benutzen kann. Also einmal Level als ein Teil, als eine Einheit im Spiel. Einmal Level im Sinne von Niveau. Ja? Man erhöht das Level oder man erhöht seinen Schwierigkeitsgrad. Oder man Level kann auch heißen, wenn ich bin jetzt zum Beispiel Level 5 bei World of Warcraft zum Beispiel oder Level 6 und so. Also es ist ein bisschen verwirrend. Level kann verschiedene Dinge heißen. Aber der Punkt ist, wenn wir ein Spiel spielen, dann ist das Spiel manchmal in Einheiten eingeteilt. Und wenn wir genug erfolgreich genug waren in all diesen Einheiten, dann bekommen wir Punkte und wir erhöhen unser Level. Wir sind jetzt nicht nur Stufe 1, sondern Stufe 2. Level up! Aufstieg des Levels. Und ja, so passiert das auch mit dir, wenn du Deutsch lernst. Ja? Du schaust dir ein Video an und am nächsten Tag schaust du dir wieder ein Video an. Und dann noch ein Video, und dann noch ein Video, und dann noch ein Video. Und auf einmal, bumm, Level up, bist du nicht mehr A1, sondern A2. Ja? Oder nicht mehr A2, sondern B1 und so weiter. Ja? So steigst du auch in deinem Level auf. Und das Interessante beim Leben ist aber, ein Flugzeug, das Flugzeug. Das Interessante beim Leben ist aber, dass es nicht so auf einmal passiert. Ja? Im Leben ist es anders, es ist alles sehr graduell. Ja? Man erhöht ganz langsam sein Niveau, ja? Und man kriegt das gar nicht mit. Ja? Man merkt es gar nicht, dass man besser wird. Ja? Nach diesem Video, nachdem du dieses Video gesehen hast, bist du besser, als du vorher warst. Aber
dadurch, dass der Fortschritt nur ein kleines Stückchen war, merkst du es nicht so sehr. Aber wenn du zurückschaust und du überlegst, wie gut war ich vor 3 Monaten, dann wirst du merken, dass du enorme Fortschritte gemacht hast. Ja, ich hoffe, dieses Video war inspirierend für dich. Ich werde jetzt mal aufhören, weil der ganze Wind kommt. Oje, der Wind, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Und ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, es war inspirierend. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!